Es freut mich auf der TechTide sehr, dass wir nicht nur in einem einzigen Bereich sind, dass wir jetzt nicht nur sagen, es geht nur um die Industrie, es geht nur ums Handwerk oder es geht nur um die Bildung. Wir haben hier, glaube ich, einen sehr, sehr guten Mix aus verschiedenen Bereichen. Das maschinelle Lernen ist ein wichtiger Bestandteil der Digitalisierung. Es gibt einige, die sagen, künstliche Intelligenz ist der Enabler der Digitalisierung. Ich bin der Meinung, die Digitalisierung ist die Grundvoraussetzung für künstliche Intelligenz, weil wir natürlich erst einmal Datenerfassungen brauchen. Wir brauchen Datenbestände, auf dessen Informationsbasis wir dann Technologien schaffen können und eben auch Lösungen erzielen können. Wir haben heute schon gute Lösungen im Bereich der Digitalisierung. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat kommen neue Lösungen hinzu. Und wir müssen jetzt aufklären, wir müssen jetzt zeigen, was für Lösungen bieten sich für wen an. Wir müssen die Menschen schulen, wir müssen das eben in die Lehre bekommen, egal ob jetzt in der allgemeinbildenden Schule oder vielleicht auch an Hochschulen. Wir müssen aufklären und das wird eine Mammutaufgabe, aber das wird die wichtige Aufgabe in den nächsten Jahren vermutlich.